haben ständig ca. 20, 25 Fahrzeuge im Verkauf, die hier im Showroom ausgestellt sind. 400 Quadratmeter Showroom, breit gefächert von verschiedenen Marken. Das sind teils Fahrzeuge, die wir fremd eingekauft haben und teils Fahrzeuge, die wir bei uns in der Oldtimer-Werkstatt vorbereitet haben. Wir haben hier ein Team aus Spezialisten zusammengestellt, wo natürlich jeder ein anderes Fachgebiet hat. Es gibt viele Sachen, die man schon mit Handauflegen erkennt, aber auch viele versteckte Fehler, wo vielleicht andere Werkstätten auch aufgegeben haben, die dann zu uns kommen. Ich habe das Problem mit dem Fahrzeug, können Sie mir helfen? Dann gehen wir natürlich im Erstgespräch darauf ein, was schon gemacht wurde und finden dann auch den Fehler. Volkswagen aufhört, fängt irgendwo Porsche an hier in Wolfsburg. Das heißt, wir haben uns auf Porsche spezialisiert, auf Mercedes, auf BMW und natürlich viele andere Marken. Wir sind ja ein Klassik-Kompetenzcenter, muss man auch mal ganz klar sagen, haben uns darauf spezialisiert. Wir haben aber ein großes Netzwerk an Ersatzteillieferanten, sodass wir innerhalb der zwei bis fünf Tagen die meisten Ersatzteile vor Ort haben. Für mich ist es ein Traumjob, da es täglich andere Herausforderungen sind. Es macht Spaß, an den Fahrzeugen zu arbeiten. Es ist abwechslungsreich. Es ist eine Nische. Es bleibt eine Nische, auch wenn die Nische mittlerweile ganz groß geworden ist. Also wir haben ja verschiedene Gründe, warum man sich für einen Oldtimer oder halt auch Youngtimer entscheidet. Zum einen natürlich vielleicht der Jugendtraum, den man verwirklichen möchte. Dann zum anderen als Wertanlage oder dann halt auch vielleicht hat der Vater so ein Fahrzeug mal gefahren, dass man das wieder auferleben möchte. Es gibt verschiedenste Gründe oder Interessengemeinschaften. Also das bewegt jeden anders.